herzlich willkommen zu einem weiteren Design-Team-Projekt von mir als Gastdesignerin für die Facebook-Bastel-Bestellergruppe Bastelspaß mit Biene. Den Link zu Bienes Gruppe findet ihr unten in der Infobox und natürlich auch von den anderen Designerinnen alle. Guckt rein, die machen so tolle Sachen. Wahnsinn, also ich mache auch mal große Augen und habe auch schon einiges von meinen Kolleginnen gelernt. Ja, ich habe mir überlegt, was könnte ich machen? Und zwar, es ist jetzt sehr Artistico-lastig, wie ich sehe. Ich habe von dem Artistico Magical Time, von dem Blog, da gab es ja so ein Extra-Cheat hier oben. Da habe ich ja schon mal Sachen ausgeschnitten für einen anderen Beitrag. Und da habe ich jetzt auch noch mal Sachen ausgeschnitten, die ich verwenden wollte. Die habe ich auch schon vorbereitet. Die sind mit dem Distress Oxide Vintage Photo. Also diese Sachen bekommt ihr auch alle bei Biene, auch das Distress Oxide. Habe ich die schon an den Seiten distressed. Genau. Also wie es am Ende aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich wollte ursprünglich einen Tag machen, aber dann fiel mir ein Mensch von Artistico. Habe ich doch hier den Tannenbaum. Das wäre doch ganz toll, den jetzt zu gestalten. Genau, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich räume das eben weg und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe hier schon angefangen. Ich wusste nicht, ob ich euch da mal mitnehmen soll. Und zwar, was ich immer mache, was mir aufgefallen ist, also ich finde das sehr glatt. Wenn ich will da gleich mit dem weißen Gesso rübergehen und das gefällt mir einfach nicht, wie es dann aussieht. Und deswegen, das gibt aber so ein ätzendes Geräusch, gehe ich immer noch mal einfach mit einer x-beliebigen Nagelfeile, das ist meine Bastelnagelfeile, die muss für alles herhalten, gehe ich über die Oberfläche, ich mache das auch gleich alleine weiter, weil das Geräusch einfach eklig ist, und raue das an. Und dann finde ich, haftet die Farbe einfach besser. Was heißt haftet besser? Die haftet hier drauf auch super, das ist blöd ausgedrückt. Es ist einfach, ich finde, ich kann die Farbe besser verteilen, so genau. So, ich habe das jetzt angeraut und jetzt möchte ich erstmal mit weißem Gesso als Grundierung drüber gehen. Dafür nehme ich, er sieht auch schon leicht lediert aus, einmal diesen Silikonpinsel von Finnebär und trage das auf. So, was ich schön finde, wenn man das Gesso auch ein bisschen dicker aufträgt, dass man dann so ein bisschen Struktur mit reinmachen kann. Deswegen habe ich bin ich gerade noch mal mit dem Silikonpinsel so ein bisschen seitlich gegangen. Ich werde das jetzt trocken föhnen. So, ich habe mir jetzt hier die kleinsten aus diesen Tütchen rausgesucht. Ich benutze hier das Versamark. Und ich habe mir rausgesucht, einmal von Papermania, das Copper. Da wollte ich die Glocke mitmachen. Und dann habe ich hier Candy Cane Red Gold von Lindy's. Da wollte ich die Handschuhe mitmachen. So, dann fange ich mal
mit der Glocke an. Ich war gerade noch mal am Überlegen, ob ich unten hier unten, ob ich das irgendwie farblich anders gestalte, aber ich lasse das so. So, dann kommt da jetzt einmal das Embossing-Puder drüber. Eine Schicht gefällt mir immer nicht so, weil das auch so kriselig oft ist. Weiß nicht, seht ihr das? Auch hier links, das gefällt mir nicht so. Ich werde es aber erstmal ein bisschen auskühlen lassen. Deswegen nehme ich mir jetzt erstmal hier den Handschuh vor. Und mache den. So. Ja, ein richtig schönes Weihnachtsrot ist das. So, dann ist das fertig embossed. Und ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Auf jeden Fall, wenn ich das hier so ein bisschen schwenke, sehe ich ein ganz tolles Dunkelrot. Wenn ich das so schräg mache und das Licht so rauf scheint, dann kommt das Gold durch. Also toll. So, dann machen wir jetzt unsere Glocke weiter. Die zweite Schicht. So, seht ihr das? Das sieht schon ganz anders aus. Ich finde das so einfach viel, viel, viel schöner. So, dann nehme ich jetzt die Handschuhe. Oh, ich habe das Gefühl, gleich versagt meine Stimme. Und mache hier nochmal das Rot drauf. Guck mal, wie unterschiedlich das ist. Das sieht hier so hell aus, ne? Auch wenn man es aufträgt, ist echt hell. Ja, man sieht so ein Schimmer da in dem Embossing-Pulver. Das wird das Gold sein, ne? So. Also hier oben finde ich, oh, das ist heiß. Sieht man schon das Gold. Ich weiß nur nicht, ob die
Kamera das auch so auffängt. Also, wow, richtig schöner Farbton. So, ich habe mir jetzt nochmal die Handschuhe vorgeholt und ich habe hier so ein Fell in meinem Schrank gefunden und ich habe mir gedacht, dass das vielleicht ganz witzig ist, wenn ich das Fell hier oben ranklebe. Dann haben wir da noch ein bisschen Fell an den Handschuhen. So, dann nehmen wir uns jetzt hier einmal den Tannenbaum vor. Hier bin ich vorhin beim Trocknen leider drauf gekommen. Ich habe mir gedacht, dass ich mir jetzt hier, also ich habe mir hier ein paar Farben von Lindys rausgesucht. Und zwar, weil hier drin Rot und Grün drin ist, habe ich mir hier einmal dieses Grün rausgenommen. Das ist ohne Schimmer. Das ist das Greased Lightning Green. Das hier hat Schimmer. Das ist ein Starburst. Und das ist das Beaver Tail Brown. Und das ist auch mit Glitzer, wie man hier auch schon unschwer erkennen kann. Starburst, das ist Canadian Bacon Blush. Und da wollte ich jetzt ein bisschen, ja, ist alles schon trocken, ein bisschen drauf rumschmieren. So, ich mache schon mal Wasser drauf. Bei diesen hier ist schön, dass man hier oben zum Aufdrehen so eine Düse hat und nicht sprühen muss. Also von daher kannst du die auch ruhig so schütteln, was du ja bei diesen Sprühdingern nicht machen solltest, weil die Düse verstopfen kann. Deswegen hier immer so seitlich schütteln. So, ich glaube, so lasse ich das. Das gefällt mir ganz gut. Und dann föhne ich das trocken. Hier ist jetzt das Endresultat. Hier sieht man immer noch mal so ein bisschen Gold von diesem Starburst. Und ich habe mir gerade mal zwei Schablonen vorgeholt. Und zwar einmal von Stamperia. Diese hier mit den Schneeflocken. Und von 13 Arts wollte ich die Schrift hier benutzen. Die finde ich total schön. Und ich habe mir gedacht, dieses hier, das fand ich so toll, weil dieses hier auch mit ins Bräunliche geht, wollte ich diese Glitzerpaste hier dann nochmal nehmen. Die habe ich ja bei dem Haus schon benutzt von Sea Art. Muss ich nur nochmal umrühren. Und da wollte ich die Schrift mitmachen. Thank you.
So, ich habe jetzt einmal die Glitzerpaste umgerührt, dass sich der Kleber wieder mit dem Glitzer verbindet. Und dann nehme ich jetzt von 13 Arts diesen Stencil. So ein paar Naturprodukte habe ich mir hier rausgesucht. Dann habe ich gedacht, diese Glamour Sparkle vielleicht in Gold, Kupfer und Gold, das ist ja auch okay. Dann habe ich hier von Prima Marketing noch Glass Glitter, also Finnebär, ne? Dass ich das eventuell da drauf mache. Genau, also ich habe jetzt noch keine Vorstellung. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wenn ich diese Sachen hier, die ich noch zusätzlich mir rausgesucht habe, das ist hier, also das ist auch noch von dem Artistico. Dieses hier und dieses hier ist noch von dem Artistico-Kalender, das ist vom Haus übergeblieben. Aber so diese Sachen hier, die sind aus einem Buch von Mintai, wo lauter so Blumen und Blätter und so drin sind zum Ausschneiden. Und die würde ich dann in dem Fall, wenn ich sie benutze, noch mit dem Distress Oxide Vintage Photo an den Rändern distressen, weil diese Sachen, die ich mir schon von dem Artistico ausgeschnitten hatte, die sind schon distressed. Thank you.
Jetzt fehlt allerdings noch ein bisschen Glitzer. Also ich habe ja den Schnee mir hergeholt. Ich wollte hier noch ein bisschen Schnee drauf machen. Dann, also von Stamperia. Dann habe ich hier von Sea Art so kleine Steinchen in Kupfer, passend zu dieser Glitzerpaste. Ja, da bin ich jetzt fertig mit dem guten Stück. Es ist noch nicht ganz weggetrocknet. Schön finde ich hier, wenn man das so ankippt, da sieht man es ja auch in der Kamera, man sieht die Schneeflocken, dann die Schrift darüber und auch hier, wie das schimmert. Hier zwischen guckt das so durch. Genau. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, und morgen ist der heilige Abend. Ich wünsche dir bzw. euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Genießt es, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen anders ist als sonst. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem schöne, erholsame Tage, dass ihr ein bisschen zur Ruhe kommt, dass ihr vor allem auch keinen Stress habt. Für manche ist Weihnachten ja doch Stress. Und ja, verbringt schöne Tage mit euren Lieben, schöne Gespräche. Genau. Und in dem Sinne, frohe Weihnachten und wir sehen uns. Ciao.